panel agreed design would feature a reusable space plane and disposable external tank and reusable fuel orbit. Oh, das war die Flasche, Entschuldigung. The contract to build the space plane, which eventually came to be known as the Orbiter, was awarded to the North American Rockwell, later Rockwell International, with the first complete Orbiter rolled out in 1976, originally planned by the named Constitution, due to this complete... September 1976. Several members of the Star Trek cast in attendance. Aha. Perform a free flight test of the shuttle Enterprise. Flight the shuttle test article Enterprise above the KSC and land. Crew incomplete, trade pilot, count exactly 2. Land or splash down on Kerbin. Also wenn ich was fliege, dann fliege ich es einmal hoch und lande das Ding auch wieder richtig. Also wenn dann richtig. Mhm. Helios Missions. Okay, da stehen ein paar total tolle Texte mit dabei. Und zwar immer dieselben, das ist ja toll. Aber die historischen Missionen, die gibt es dann wahrscheinlich irgendwie in extra Folgen oder sowas. Dann auch mit extra Informationen und alles. Wohl bestimmt toll. Collect Science. Ja, eigentlich können wir gar nicht mehr so viel machen. Außer, ja, quasi das Übliche. Dann würde ich sagen, trauen wir uns tatsächlich an die Mondmissionen ran. Ja, ist zu viel, das kann man uns nicht leisten. Dup, 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 dup. 32 Minuten. Aufnahme bisher. Ich muss mal überlegen, ich meine, ich habe auch noch ein bisschen was übrig. Das müsste, glaube ich, schon für 2 Folgen reichen. Also Minimum. Okay, ganz viele Parts, die wir nicht verwenden können. Das ist total toll. Irgendwie so gar nichts von Faser können wir verwenden. Hallo. Entschuldigung. Das ist ja total toll. Das können wir verwenden. Das ist total der Hammer. Die Pioneer Probe. Extend. So sah das gute Stück also aus. So oder so ähnlich wahrscheinlich. Retract. Übrigens, ich habe hier in die Subassemblies habe ich die ich nenne es mal Trägersysteme von dem Real Russian Space Vehicle Schlag mich tot Mod reingepackt. Und ich mache das mal was neu. Das sind nämlich jetzt die, hier die ganzen, wie heißt das Ding, Mojonia M, die ganzen Launcher drin, und zwar komplett zusammengebastelt. Mit auch gar nicht mal so unwesentlicher Größe. Also das ist schon echt enorm. Übrigens das Besondere an dieser, an den... Ich sag einfach mal im russischen Modell. Moment, dafür möchte ich das Ding gerade mal drehen. Vielleicht andersrum? Ja, so. Huch, nein, ich möchte hier hin. Das ist nämlich das Besondere, dass nämlich diese Engines hier keinen Gimbal haben. Also, ne, falls man das noch weiß, die diese Glocke hier unten, die lässt sich um einige Grad bei die meisten anderen Engines bewegen. Und da diese hier das nicht können, gibt es diese Hilfs-Engines hier an der Seite, die dann diesen quasi dadurch den Thrust verändern, um dadurch dann eine gewisse Kontrolle darüber zu bringen. Also die haben, ne, die Engines hier haben keine Möglichkeit, sich selber zu bewegen, also gibt es diese extra Dinger, um das dann auszugleichen. Das ist nämlich das Besondere an dem, wie sag mal, russischen Modell. Und ich möchte das Ganze gerne wieder richtig drehen, so. Nein, ich kann es ja wegmachen, ich möchte ja noch die anderen zeigen. Nämlich jetzt Proton K. Das ist vielleicht ein bisschen mehr unten, oder?
Ups. Moment, mal nach oben. So sieht das gute Stück aus. Sieht sehr cool aus, wie ich finde. Ich habe bisher noch keinen von denen geflogen, geschweige denn weiß, wie die fliegen. Da ich sie bisher noch nicht getestet habe. Eins, muss wieder nach oben. Genau, das ist wieder bei dem, also mit demselben Grunddesign, mit diesen breiten Boostern hier unten, also hier unten, ne, bei dem das Ganze hier so nach innen reingeht. Auch mit dem, mit derselben, ja, ich sag mal, Aufbauart wie bei den anderen. Können die das auch noch wegmachen? Nö, natürlich nicht. Soyuz FG, das kommt auch noch weg. Nach oben. Ist ein Tick kleiner. Das heißt, ein Tick ist sogar eine ganze Ecke kleiner. Wiegt nur 100 Tonnen. Also verhältnismäßig zu den anderen, die glaube ich 600 Tonnen? Oder 600 Tonnen? Irgendwie sowas um den Dreh. Also auf jeden Fall wesentlich schwerer. Das ist halt eben eine etwas kleinere Version. Was steht hier? O. Also ich glaube, ein H war ein H, P, R. Keine Ahnung, die meisten der Buchstaben. Ich weiß, wie ein paar der chronischen Buchstaben ausgesprochen werden, aber nicht bei allen. Hier auch mal von die Fairing von innen. Wenn, dann kann das wieder in. Wieder weg. Dann glaube ich Sputnik. Mhm. Okay. Wie ein bisschen abgehackt, oder? Oder eventuell haben wir. Ich weiß nicht genau, wie das hier mit den Subassemblies funktioniert, dass wenn wir den. Das entsprechende. Die Teile, die hier mit dran sind, nicht besitzen, ob die dann einfach nicht dran gesetzt werden oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Dann, Vostok? Warte mal, Voskhod? Also ich kann eigentlich nur Vostok? Keine Ahnung. Ja, wieder genau wie davor auch. Ne, mit unten diesen dicken Dingern dran. Huch, nein. Dich doch ins Knie. Blödes Kackding, weg damit. Nee. Nee, weg. Sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich verstehe mich nicht so richtig, was genau der Sinn hiervon ist. Okay, da ist noch ein Deckel oben drauf. Hier übrigens hoch, ne? Kann ich ein bisschen näher zeigen? Naja. Auf jeden Fall ein sehr schönes Modeling hier oben mit so ein paar Details. Sehr schön. Dann, hoch, weg damit, danke. Dann möchte ich gerne einmal unseren, wie war das irgendwie, Moon Explorer oder sowas in die Richtung? Hier Moon Ex laden. So sieht das gute Stück aus. Wo, Antenne? Gut, Antenne ist dran, dann fehlen noch Solarpanel. Entschuldigung. Das war wieder mal die bezaubernde Software Voice Meter hier. Körper Space Program. Da. Ja, dann sind wir wieder zurück. Genau. Es fängt wieder an zu. Es knistert, oder? Ja, tut es. Fuck off, Alter. Ja. Dann knistert es wieder. So eine Scheiße. Oder jetzt ist es, glaube ich, weg. Jetzt ist es wieder da. Na toll. Dann würde ich sagen, was war's mal wieder mit dieser Aufnahme. Ich guck mal wieder danach, woran es liegen könnte. Aber gut, wir haben immerhin wieder mal was geschafft. Nämlich das, was wir eben gerade gemacht haben. Ich habe vergessen, wie das Ding hieß. Ist auch egal. Dann war's das wieder mit dieser Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und ciao. So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Kirby Space Program. Und heute geht es Richtung Moon. Moment, läuft ja nicht noch was? Nein, nicht Upgrades, ich wollte Tech. Da. Ja, tut es. Hm. Dann warp ich da gerade mal hin. Genau. Heute möchte ich die Contracts über den Moon oder zum Moon machen. Ja, muss ich mal überlegen.
Was genau war das eigentlich doch mal alles? Moment, wo sind meine... Hier. Ja, das kann man vergessen. Genau, scan. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Moment, add to mission. Create new, den nennen wir einfach mal... Mun. Die erste. Create. Und... Achso, hatte ich schon. Mun die erste. Dann möchte ich gerne... Show... Nein. Sort. Type Planet Reward. Okay, kann ich die jetzt irgendwie nur nach diesem Parameter anzeigen lassen? Mun die erste. Yes! Ach, geil. Okay. Dann sollte es so sein. Also ich warte jetzt mal auch hier auf... Whoop, du Arschloch. Auf die beiden, Tech-Sachen, weil wir nämlich das Zeug daraus brauchen, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste nämlich hier schon die geilen Solarpanel mit dabei sein. Die brauchen wir. Oder die hätte ich gern mit dabei. Jetzt ist er wieder zurückgegangen. Oh, du Arschloch. Du Arschloch. Tag 107? Waren wir nicht weiter? 108? Ich meine, wir waren weiter. Naja, so. Stimme. Ist ja auch egal. Ich habe mir übrigens mal Spaßes... Ah ja, Klaus, danke. Ich habe mir übrigens mal spaßeshalber die Wiki zum Mun und zum Mond geöffnet. Damit ich dann zwischendurch mit ein paar langweiligen Fakten nerven kann. Vor allem ist es auch sehr schön, wie man bei... Wie Mun einfach einen absolut perfekten Orbit hat. Ne, Apoapsis und Periapsis jeweils bei 12 Millionen, Inklination bei 0, Argument der Periapsis 0 Grad, absoluter Wahnsinn. Und war was denn? Ich hab schon vergessen, wie genau das Ding hieß. Wie hieß das Ding, das zum Mund sollte? Huch, da unten scrollen. Ja, wahrscheinlich so. Huch, laden wir. Ja, das ist er. Tschub, tschub. Huch, ruckelt, oder? Moment. Okay, nee, doch nicht. Mein Science, oder? Nö, da nicht. Wo denn? Hier. Das sind die ich haben möchte. Und zwar kommen davon 3 Stück dran. Und so. Warte mal. Vielleicht nicht. Huch, nein. Vielleicht nicht das Ding direkt da dran packen. Sondern so eventuell. Ja, so ist doch schon besser. Okay. Dann würde ich sagen, das ist das Gefährt. Wie? Nur 500 Kilo? Ach du Kacke. Das Ding wiegt doch nie und immer nur 500 Kilo. Mass. Mass 0,5 Tonnen. Krass geile Scheiße, Alter. Oh, das wiegt wesentlich weniger, als ich erwartet hätte. Okay, das sollte ja eigentlich hinhauen. Sub-Assemblies. Nehmen wir wieder unseren altbewährten Gamma... Gamma 1LW, genau. Ich wollte gerade Gamma 0 sagen. Ja, richtig. Ach, scheiße. Das ist aber mit Fallschirm. Okay, das ist schon mal ein guter Ansatz. Dann darf ich das nochmal fixen. Das sind diese hier, die dann bitte hiermit absahlen. Die sollen hier damit. Das soll relativ weit nach unten. Da so hin. So, und dann... einmal überschreiben. Ja. Dann kann das jetzt auch weg. Gut. Dann hätten wir das soweit. Ich mal ein Stück rauszoomen. Fehlt noch irgendwas. Wir haben die Connection. Wir haben Solarpanel. Wir haben das Ding. Scan Radar Altimeter Sensor. Für die, Dings. Hier. Nein. Hier. Vessel Maxwell 2, okay. Orbit.
Types, genau, den haben wir. Count at least one haben wir. Orbit, Destination 1, Situation Orbit, Apopsis between 402 and 408,000 Meter. Okay. Destination. Okay, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Okay. Das sollte gehen. Dann baue ich gerade mal die Fairing. Build Fairing. Das kommt weg. So, dann nach oben. Und so nach da und dann zu. Sieht zwar jetzt ein bisschen hoch, sieht zwar jetzt ein bisschen breit aus, aber das geht schon. So, das passt auch soweit alles noch. Ja. Okay, gut. Gut, gut, gut. Was haben wir nicht noch so alles für neue Sachen? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, Flutlichter. Cool. Wie sehen die aus? Moment, wenn ich da jetzt einfach mal hier so welche dran packe. Das ist genau da drin. Lights on. Cool. Ich war so schon blau. Oh, geil. Die werden bestimmt immer noch mal voll cool aussehen. Wie eine Station dran gepackt. Das wird richtig cool. Brauchen wir nicht. Wir wollen ja nicht landen. Cherry Light. Aha. Okay, cool. Gimme Light. Aha. Oh, cool. Haben ein paar tolle Sachen mit dabei. Gut, dann. Warte mal gerade. Da spricht gerade irgendwer aus meinem Handy. Moment. Oh! Was zum. In Handy und Google hat sich gerade aktiviert. Verpiss dich. Alter, ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, ich hatte irgendwas vergessen. Kommt da einfach so eine Frauenstimme von meinem Bett und sagt: Falls sie etwas gesagt haben, habe ich sie nicht gehört. Alter, blödes Kackding. Dann, Launch, Build, oder haben wir, ich bin nämlich skeptisch, ich habe nämlich schon mehr als einmal was vergessen. Wir haben ganzen Batzen Science dran geklatscht. Ja. Solarpanel haben wir. Das haben wir, Electric Charge haben wir. Gucken, sagt uns das hier noch? Nein, nicht das, sondern das. Parachutes and Engines, Electric Charge generated but not used. Was? Hä? Was soll das denn heißen? The these parts are generated Electric Charge but the vessel is leaking parts, not need command parts. Okay. Dann haben wir wohl zu viel. Oh, YOLO. Ich meine, davon können wir nie zu viel haben. Okay. Ich hoffe, es ist alles soweit richtig. Ja. Dann bauen wir das gute Stück einfach mal. Ich möchte mal gucken, wie sieht das eigentlich aus mit... warte, wo kann ich mir das anzeigen lassen? Mit den Sachen, die wir noch im Lager haben. Im Rahmen von Kerbal Construction. Ah ja, hier kann ich das, glaube ich, gucken. Na komm. Lad schneller! Hopp! Danke. Ja, hier. Wie lange dauert das jetzt? Ah, dieses... irgendwann mal. 11 Tage. Warum denn so lange? Launchpad, ja, das ist richtig. Kein Wurf, nichts mehr mit drin zu haben. Share Upgrade Tool. Aha. Ah, cancel. Ja gut. Ich dachte eigentlich, wir hätten da noch mehr Teile gesichert. Aber gut. Ich sag da nichts. Aber ich kann mal nicht mal meine Brille aufziehen. Ah, die ist dreckig, zieh ich lieber doch nicht auf. Dann ja. Warp. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Oh, New Simulation Body. Was war das gerade? Ich kann es nicht lesen. Kann ich eigentlich? F6, F5, F8, nein. F4, F3, F2. Okay, nein, doch nicht. Ich dachte, ich könnte irgendwie dieses Log-File aufmachen. Ja, danke schön. VIB, dann möchte ich gerne Rollout. Danke. Bitte, danke schön. Warp. Huch.
Warp stopped, you change. What's your name? Unloaded? Was?